Hallo zusammen. Wir haben bis jetzt viel von Ladung gehört. Wir haben auch im letzten Video etwas von Spannung gehört. Und jetzt werden wir mal versuchen, beides miteinander zu verknüpfen. Und das, was Ladung und Spannung miteinander verbindet, das ist die Kapazität. Kapazität. Also darum soll es gehen. Ja, und dazu brauchen wir wieder so ein möglichst homogenes, gleichmäßiges elektrisches Feld. Und das kriegen wir am besten wieder von unserer unendlich großen Leiterplatte. Ich zeichne mal so einen Ausschnitt, so ein bisschen räumlich. Also, dass hier ein Ausschnitt unserer unendlich großen Leiterplatte ist, dann soll die ja hier möglichst gleichmäßig geladen sein, positiv geladen. Und die Ladung soll sich hier gleichmäßig drauf verteilen. So sieht das aus. Und das Feld, was diese Platte erzeugt, ist ja überall im Raum gleich groß, das heißt, der Feldvektor wäre an dieser Stelle genau der gleiche wie an dieser Stelle, wie an dieser Stelle oder hier weiter unten, überall dieselben Feldvektoren. Hier im Zusammenhang mit der Kapazität für uns wichtig ist aber die Größe dieses Feldvektors und zwar geht das nach der folgenden Formel. Dieser Feldvektor, der ist gleich 2π. 2 Pi mal diese Coulombsche Konstante, die wir aus dem Coulombschen Gesetz kennen, mal die Ladungsdichte Sigma. Diese Ladungsdichte Sigma, das wäre gegeben durch die Ladung auf diesem Flächenstück, die Ladung auf diesem Flächenstück, die Ladung Q, geteilt durch die Fläche. Also wenn wir hier einen Ausschnitt unserer unendlichen Platte haben, dann trägt dieser Ausschnitt eine bestimmte Ladung. Das ist hier diese Ladung, das soll hier diese Ladung Q sein und dieser Ausschnitt hat auch eine bestimmte Fläche, diese Fläche A. Und die definiert mir diese Ladungsdichte Sigma und das elektrische Feld, was diese Platte erzeugt, ist proportional zu dieser Ladungsdichte Sigma. Diese Formel hier, das ist das, was wir brauchen, um den Zusammenhang zwischen der Spannung und der Ladung herzustellen. Und deshalb möchte ich ein bisschen genauer erläutern, wie diese Formel zustande kommt. Es wird zwei Videos geben, wo wir das ganz genau ausrechnen, aber hier nur mal drei Sätze dazu, warum hier plötzlich ein Pi drin steht und warum hier plötzlich eine Ladungsdichte auftaucht. Wir können uns das eigentlich relativ einfach überlegen. Wir nehmen einfach diesen Punkt hier. Das elektrische Feld in diesem Raumpunkt setzt sich ja zusammen aus dem Einfluss jeder einzelnen Ladung. Also die Summe der Einflüsse aller dieser Ladungen ist dieser Feldvektor. Wie wir aus dem Coulombschen Gesetz wissen, ist das elektrische Feld ja proportional zu 1 durch r², also dem Kehrwert des Quadrates des Abstandes von der Ladung. Welche Ladungen haben nun von diesem Punkt den gleichen Abstand? Das sind genau die Ladungen, die unter, wenn ich jetzt mal diesen Punkt auf der Platte hier einmale, der genau unter diesem Punkt im Raum hier liegt. Also wenn wir von oben schauen würden, würden wir diesen Punkt hier auf der Platte hier genau an dieser Stelle sehen. Welche Ladungen haben nun den gleichen Abstand und damit auch den gleichen Beitrag zu diesem Feldvektor? Das sind alle Ladungen, die hier innerhalb eines kreisförmigen Ringes um diesen Punkt hier liegen. Also alle Ladungen in diesem Ring. Die haben denselben Abstand von diesem Punkt und die haben sozusagen den gleichen Beitrag zu dieser Feldstärke. Und wenn man sich diesen Feldvektor ausrechnet, dann würde man jetzt die ganze Fläche, diese ganze unendliche Ebene hier in lauter solche Ringe unterteilen und den Beitrag der einzelnen Ringe zusammenzählen. Weil wir diese Ringe haben, deshalb kommt dieses 2π hier rein und die Fläche so eines Ringes, die wächst mit r². Das Feld verringert sich aber mit dem Faktor 1 durch r². Das heißt, deshalb sehen wir auch in dieser Formel hier keine Abhängigkeit mehr vom Abstand von dieser Platte. Also das nur zur Erläuterung dieser Formel hier. In der Realität ist es ja nur leider so, dass wir keine unendlich großen Leiterplatten haben. Wenn wir ein gleichmäßiges elektrisches Feld erzeugen wollen, dann müssen wir etwas anderes machen. Also wenn ich jetzt eine Platte hier nehme und die soll negativ geladen sein und gegenüber mache ich eine andere Platte und die soll positiv geladen sein.
Und zwar beides Mal soll das dieselbe Ladungsmenge sein. Also hier habe ich die Ladungsmenge plus Q und da oben, da habe ich die Ladungsmenge minus Q. Und die beiden Platten, die sollen einen Abstand haben. Und der Abstand soll gerade mal, sagen wir, das ist die Größe D. Was für ein Feld erzeugen diese Platten? Nun, dieses Feld ist zumindest hier in dem mittleren Bereich zwischen diesen beiden Platten auch ziemlich homogen. Und es setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Eine Komponente kommt von der unteren Platte. Und die Feldvektoren der unteren Platte, nun, die sehen ja ungefähr so aus. Das heißt, zeigen von der positiven Platte weg. Und die sind hier in diesem Bereich, sagen wir mal, alle ungefähr gleich groß und zeigen gerade von dieser Platte hier weg. Hier am Rande würde das Feld ein bisschen inhomogener werden, das heißt, da würden die Feldvektoren wirklich in diese Richtung zeigen und in diese Richtung zeigen. Und das wollen wir aber nicht betrachten. Wir konzentrieren uns hier wirklich auf das Feld mehr im inneren Bereich der Platte, also sagen wir mal bis hier in diesem Bereich. Da haben wir ein ziemlich homogenes Feld und diese Unregelmäßigkeiten am Rand, das ignorieren wir hier mal. Und dann dazu addieren, zu diesem Feld, müssen wir das Feld dieser negativen Platte. Wie sieht das aus? Nun, das sieht ganz genauso aus. Der Vektor des elektrischen Feldes zeigt ja immer von Plus nach Minus. Das heißt, es zeigt auf diese negative Ladung hin. Also so sieht das Feld der negativen Platte aus in jedem Punkt. Ganz genauso wie das Feld der positiven Platte. Und wenn ich den resultierenden Vektor haben will, dann müsste ich halt einfach diese zwei Vektoren hier addieren und das wäre sozusagen mein Feldvektor in diesem Punkt, wäre mein Feldvektor hier gerade mal so groß. Das ist der, sagen wir mal, der Summenvektor, der sich aus dem Einfluss der negativen Platte und dem Einfluss der positiven Platte ergibt. Wie groß ist jetzt der resultierende Vektor? Also das resultierende Feld. Das ist das elektrische Feld der negativ geladenen Platte plus das elektrische Feld der positiv geladenen Platte. Und diese beiden Felder, da können wir jetzt diese Formel hier benutzen, also zumindest im homogenen Teil, gilt ja, dass das 2πk mal Sigma der Ladungsdichte ist. Das heißt, für die negative Platte hätten wir hier 2π mal die Coulomb-Konstante mal die Ladungsdichte der negativen Platte, also die Ladungsmenge, die negative Ladung, geteilt durch die Fläche plus, das waren die 2πk und das war auch Q durch A. Also hier nur der Betrag der Ladung eingesetzt. Und das gibt mir in Summe, also das elektrische Feld hier, ist in Summe gerade 4πi mal Coulomb-Konstante mal Q durch A. Denn die positive und die negative Ladung waren hier vom Betrag her gleich groß und auch die Fläche. Beide Flächen sind gleich groß, beide Platten sollen ja geometrisch gleich aussehen. Also das ist die Stärke des Feldes zwischen den beiden Platten. Und bevor wir zur Spannung kommen, schauen wir uns nochmal an, wie viel Arbeit wir bräuchten, um eine positive Ladung Q hier zu verschieben. Von diesem Punkt nahe der oberen Platte zu einem Punkt nahe der unteren Platte. Wir wissen, dass diese Verschiebungsarbeit, das wäre die Arbeit W, die Verschiebungsarbeit ist gerade die elektrostatische Kraft, die auf diese Ladung Q wirkt, mal der Strecke, und die Strecke ist in dem Fall der Abstand D zwischen den beiden Platten. Und die Kraft, das war ja gerade diese Probeladung Q mal das elektrische Feld mal D. Das wäre der Betrag an Arbeit, die wir hier aufwenden müssen, um diese Ladung zu verschieben, und das wäre auch der Gewinn der potenziellen Energie dieser Probeladung. Und wir hatten ja im letzten Video die Spannung eingeführt als Arbeit pro Ladung. Und wenn wir hier aus dieser oberen Gleichung wieder diese Probeladung eliminieren, also durch diese Probeladung durchteilen, dann erhalten wir also die Spannung U ist dann gleich E mal D. Und dann setzen wir hier diese Formel hier ein. Das ist dann gleich 4πk Q durch A mal D. Das können wir nach Q auflösen. Wenn wir das nach Q auflösen, dann steht da Q
ist gleich, das U bleibt hier drüben und alles andere müssen wir jetzt sagen, umgedreht auf die andere Seite bringen. Das heißt, U oben ist noch A, A geteilt durch 4 Pi K mal D. Und den Zusammenhang haben wir ja von Anfang an gesucht, also den Zusammenhang zwischen der Ladungsmenge auf den Platten und die Spannung der Platten. Und dieses Teil hier, das ist die Kapazität. Abgekürzt oft mit dem Buchstaben C in der Formel. Das heißt, wir könnten diese Formel auch schreiben als Q gleich U mal C oder C gleich Q durch U. Und deshalb die Einheit der Kapazität ist auch Coulomb. Coulomb pro Volt. Und das nennt man auch Farad. Wir sehen, dass da eine Konstante drin auftaucht. Die Konstante ist 1 durch 4 Pi mal K. 1 durch 4 Pi mal die Coulomb-Konstante. Und die hat einen eigenen Namen. Die nennen wir auch Epsilon 0. Und die hat jetzt viele Namen. Die hat alte Namen, die hat neue Namen. Recht gebräuchlich ist der Name elektrische Feldkonstante. Elektrische Feldkonstante. Oder auch Permittivität des Vakuums. Also diese Konstante macht eine Aussage darüber, wie durchlässig das Medium für elektrische Felder ist. Und das Epsilon 0 beschreibt eben die Durchlässigkeit des Vakuums für elektrische Felder. Wenn wir jetzt andere Medien hätten zwischen den beiden Leiterplatten, dann hätten wir hier abweichende Werte für diese Größe. Also wir können sagen, dass diese Kapazität C, die hat dann sozusagen zwei Komponenten. Die hat eine Komponente, die heißt Epsilon 0 und das ist eine materialabhängige Größe. Und die hat eine andere Komponente, nämlich Fläche durch Abstand zwischen den beiden Leiterplatten. Und das ist eine rein geometrische Größe. Und diese Größe C, die gibt mir an, wenn ich an diese beiden Leiterplatten eine bestimmte Spannung anlege, wie groß dann die Ladungsmenge ist, die sich auf diesen beiden Platten befinden wird. Oder umgekehrt, wenn ich eine bestimmte Ladungsmenge habe, dann weiß ich über die Größe C, wie groß die Spannung zwischen diesen beiden Leiterplatten sein wird. In elektrischen Schaltungen ist die Kapazität eine sehr wichtige Größe. Es gibt dafür spezielle Bauteile, die Kondensatoren. Also ein Kondensator, der stellt eine bestimmte Kapazität zur Verfügung. Und da kann er dann verschiedenste Aufgaben wahrnehmen, zum Beispiel Energie zwischenspeichern oder Spannungen stabilisieren. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und in den nächsten Videos werden wir dann anfangen, uns mit dem Strom zu beschäftigen.